Viel los bei Werder Bremen vor dem letzten Heimspiel der Saison am Samstag gegen Bayer Leverkusen. Kommen wir vielleicht erstmal zum Personal. Ludwig Augustinsson und Niklas Moisander werden beide ausfallen gegen die Werkself. Niklas Moisander hat nach wie vor Probleme am Oberschenkel und bei Ludwig Augustinsson, da ist über Nacht ein grippaler Infekt dazugekommen und deshalb hat Florian Kohfeldt eben gerade bestätigt, wird der Schwede auf jeden Fall nicht spielen können. Für ihn dürfte dann also Marco Friedl erneut in die Startelf rücken. Kohfeldt klang gerade eben gerade überhaupt nicht glücklich. Klar, Augustinsson ist einer der wichtigsten Spieler und ganz wichtige Stütze auf der linken Abwehrseite, aber mal schauen, wie Marco Friedl ihn dann ersetzen wird. Ein anderes großes Thema eben gerade war natürlich nochmal wieder Ishak Belfodil. Da gibt es ja gerade so ein bisschen Zankerei zwischen Werder und dem Berater des Angreifers. Der hatte in der Bild-Zeitung nochmal nachgelegt und eine Entschuldigung bei Frank Baumann eingefordert, weil seiner Meinung nach nicht ganz richtig dargestellt wurde vom Verein, wer denn nun wann wie die Option hat verstreichen lassen, dass der Algerier nun verpflichtet wird oder nicht. Wie auch immer, Frank Baumann meinte eben gerade, er möchte sich zu dem Thema nicht mehr groß äußern. Ist, glaube ich, ziemlich unglücklich, so klang es zumindest eben gerade mit der ganzen Entwicklung. Und auch Trainer Florian Kohfeldt hat eben gerade nochmal betont, dass man da ganz klar unterscheiden möchte zwischen dem, was der Berater sagt und dem, was der Spieler tut. Stichwort Berater, Michael Stensgaard war heute zu Besuch bei Frank Baumann. Das ist der Berater von Thomas Delaney. Dem wird ja nachgesagt, dass er im Sommer ganz gerne auf die Insel wechseln möchte in die Premier League. Frank Baumann hat da eben gerade auch nochmal zugesprochen, wirkte allerdings relativ entspannt, meinte, man hätte sich über dieses und jenes ausgetauscht. Natürlich sei Thomas Delaney auch Thema gewesen. Was genau, wollte er natürlich nicht verraten. Und angesprochen nochmal auf die Frage, wie groß denn das Risiko sei, dass Delaney dann im Sommer auf jeden Fall gehen würde, wenn er auch eine gute WM spielt. Da meinte Frank Baumann, auch da sei er völlig entspannt. Er würde sich wünschen, dass Thomas Delaney eine gute WM spielt. Das wäre schön für den Spieler. Und wenn der Spieler dann begehrt wäre bei anderen Spielern, dann sei das ja auch immer ein gutes Zeichen für den Verein. Wir werden das natürlich alles weiterhin für euch begleiten und beobachten und werden natürlich auch morgen dann im Stadion sein beim letzten Heimspiel. Das ist dann ja auch der letzte Heimauftritt von Zlatko Junuzovic. Wie gesagt, wir berichten in der App, online und natürlich auch in der Tageszeitung. Und ich wünsche euch dann jetzt mal noch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.